geht's, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem erneuten Türchen unseres Team-Bewertungs-Adventskalender. Tür Nummer 5 mit einem weiteren freshen Team. Ihr habt es schon gesehen, Jungs. Wir haben auch diesmal ein Icon dabei. Wir fangen aber erstmal vorne an im Sturm. Marlin hat er jetzt ein Upgrade bekommen. Ich habe ihn vorher auch gespielt. Ist einfach Killer. Ist ein nerviger Spieler. Ist schnell, sehr beweglich. Macht seine Tore. Flashback Mares. Keine Ahnung, wie der Typ so ist. Haben einige gemacht. Ich habe ihn selber leider noch nie gespielt. Aber der scheint auch einen soliden 1 zu machen. Kostic, okay, war eine SBC. Ob sich gelohnt hat, keine Ahnung. Ich sehe ihn nicht so oft, muss ich ehrlich sagen. Das Mittelfeld ist sehr, sehr solide. Also einmal haben wir den Phil Foden im Mittelfeld, mit dem man nie was falsch macht. Nkunku feiere ich auch. Hätte es vielleicht warten sollen, sage ich immer, wenn Leute diesen Nkunku haben, auf die Player of the Month für Nkunku, weil die habe ich auch sehr bei dem Team, auf die ich mich auch schon mega, mega freue. Kevin Prince Boateng habe ich überlegt zu machen, doch nicht gemacht, aber einfach nur aus Faulheit, also auch eine solide Karte, die man mitnehmen konnte. Er war schon fleißig, er hat den Oxford schon erspielt, den ich noch nicht habe. Ist ein Hingucker in der Abwehr und der Rest der Abwehr ist auch sehr, 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 sehr stabil. Und im Tor haben wir natürlich dann Peter Cech als Icon. Ist eine solide Icon, die kann man eigentlich das ganze FIFA über auch spielen, wirklich bis zum Ende. Die ist und bleibt einfach solide. An sich ist das ganze Team auch sehr, sehr cool, ist auch eine gute Mischung. Also wir haben ja Bundesliga und Premier League, was halt eine Icon mit drin, ne? So ist ein gutes Team. Ich gebe den Ganzen eine... Oh, es ist schwierig, weil das Team ist gut, hat hier und da eine Schwachstelle, die aber jetzt nicht so schlimm ist, so. Die mich halt nur persönlich stört, weil ich meine Spieler persönlich besser finden würde, weil wir Upamecano vielleicht raushauen und dafür den Klostermann holen. Aber das sind so Sachen, die keinen Unterschied machen, deswegen gibt es zu mir eine 8,8 von 10 für dieses Team, Jungs. Das war's mit Türchen 5, morgen! Türchen Nummer 6, Nikolaus, verpasst es nicht, lasst ein Abo da und schickt eure Teams gerne ein, wenn ihr auch mit dabei sein wollt beim Bewerten der Teams. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen zum Türchen Nummer 6. Bis dahin, haut rein, aber nicht Gesicht, denn das tut weh.